Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir uns noch ein weiteres Mal hier in diesem Fall umgesehen, wir haben da weitere Beweise gefunden und wir wären fast von den Mafia-Kollegen von der Devasquez umgebracht worden. Also ein ganz normaler Tag oder so, keine Ahnung. Und jetzt geht es auf jeden Fall hier dann auch mit dem letzten Tag vom Gerichtsprozess noch weiter. Also jetzt hier werden wir dann und müssen wir auch alles aufklären. Werden wir hoffentlich auch schaffen. Ich habe jetzt eben die starke Vermutung, dass dann die Devasquez die Mörderin ist, weil die sich jetzt sehr, sehr verdächtig gemacht hat. Und mal gucken, was wir jetzt hier alles herausfinden können. Das Gericht verhandelt nun den Fall Will Powers. Die Anklage ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Heute ist der letzte Tag in diesem Prozess. Ich hoffe, dass die Anklage und die Verteidigung entscheidende Beweise haben. Nun gut, Herr Edgeworth, Ihr Eröffnungsplädoyer. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Edgeworth jetzt gleich sagen wird, ob er immer noch an seiner Meinung eben festhält oder ob er doch mal die Meinung auch geändert hat, weil er halt einsieht, dass es Powers gar nicht mehr sein kann. Oder ob er vielleicht dann halt, keine Ahnung, auch irgendwelche Beweise wieder aus dem Hut zaubert, die gar nicht stimmen. Mal schauen. Bei der gestrigen Sitzung hat die Verteidigung eine neue Theorie präsentiert. Sie behauptet, der Tatort befände sich eigentlich in Studio 2. Heute rufe ich Zeugen auf, die an dem Tag im Wohnwagen Studio 2 waren. Ihre Aussagen werden die Wahrheit ans Licht bringen. Sehr schön. Edgeworth scheint heute etwas nervös zu sein. Er hat es auch nicht konkret gesagt, dass er immer noch auf jeden Fall dafür ist, dass der Powers schuldig ist. Deswegen mal gucken. Rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf, Herr Edgeworth. Die Anklage ruft Frau Devasquez in den Zeugenstand. Frau Devasquez ist eine Produzentin, die an dem Tag im Wohnwagenstudio 2 war. So, Hallöchen. Diesmal ohne ihre Mafia-Freunde. Die Zeugin soll bitte ihren Namen und ihren Beruf angeben. Devasquez, ich bin Produzentin bei den Global Studios. Am Tag des Mordes waren sie im Wohnwagenstudio 2. Wie jeder hier weiß, ja. Ich mag kein unnötiges Gerede. Wenn Sie unbedingt dozieren möchten, machen Sie das doch, wenn ich nicht da bin. Nun gut, Frau Vasquez. Bitte machen Sie Ihre Aussage bezüglich des Mordtags. Nick, ich weiß, dass sie es war. Lass sie dafür bezahlen. Geht klar. Wenn sie schuldig ist, werde ich sie in flagrant hier erwischen, sozusagen. Okay, Zeugenaussage. Ich betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Das Meeting begann exakt um 12 Uhr und war um 16 Uhr beendet. Im Anschluss sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Saal, dass er mich fährt. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Saal und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Wir fanden Hammers Leiche später, als wir alle zu Studio 1 gingen. Das ist alles. Ich habe eine Frage zu einem Teil Ihrer Aussage. Sie waren müde, also baten Sie Saal, Sie zu fahren. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Wohin denn und warum überhaupt? Mit dem Van. Im Studio 2 gibt es einen Van. Ich bat ihn, mich damit zu fahren. Ich fand es riskant, bei diesem Wind zu gehen, der schon den Affenkopf umwarf. Okay. Und den haben wir jetzt als Beweis bekommen. Alles klar. Ich verstehe. Lass mal kurz übrigens angucken, was da noch dabei steht. Mit diesem Van fuhr Manella zu Studio 1 nach dem Treffen im Wohnwagen. Okay, alles klar. Das ist das letzte Gefecht, Nick. Auf in den Kampf! Okay. So, los geht's. Ich betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Moment mal! Alleine? Ja. Und Sie sind nicht kurz in den Personalbereich gegangen? Nein. Sind Sie immer so kurz angebunden? Ja. meine Güte. Das Meeting begann genau um 12 Uhr. Es war um 16 Uhr beendet. Moment mal. Ist niemand während des Meetings weggegangen? Niemand. Nun, lassen Sie uns noch ein wenig darüber sprechen. Die Zeugin ist nicht hier, um Konversation zu pflegen. Unterbrechen Sie nicht ständig die Aussage. Das könnte ich auch zu Ihnen sagen, Herr Edgeworth. Das könnte ich auch zu Ihnen sagen, Herr Edgeworth. Und hören Sie auf Ihr kleines Pult zu schlagen. Das tut meinen Ohren weh. Ach, Mann, im Anschluss sollte eine Probe stattfinden. Deshalb begaben wir uns zu Studio 1. Moment mal! Und wann war das genau? Habe ich vergessen.
Können Sie versuchen, sich daran zu erinnern? Nein, das war so klar die Antwort. Das Meeting war um 16 Uhr beendet und die Probe war für 17 Uhr angesetzt. Ich würde meinen, es war irgendwann dazwischen. Sie würden meinen, Sie sagen nur das, was eh klar ist, Edgeworth. Ich war müde, also bat ich Sal, dass er mich fährt. Moment mal! Sie baten Sal, Sie zu fahren. Was soll das heißen? Es heißt, was ich gerade gesagt habe. Ich bat Sal, mich mit dem Studioband zu fahren. Ach, ja, richtig. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Moment mal! Und was machten Sie während dieser Zeit? Schlagen Sie nicht dauernd auf Ihr Puls. Das irritiert mich. Natürlich. Ja, Herr Wright. Ja. Sehr gut, Edgeworth, genau. Wow, ups. Das war Quatsch. Es war eine Pause von 15 Minuten. Sal und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Moment mal. Gibt es jemanden, der das bestätigen kann? Sal. Nein, ich meine jemand anderes. Einer reicht. Wenn sie den Mord während dieser Pause verübt hätte, hätte sie keine Zeit gehabt, ein T-Bone Steak zu essen. Wenn ich einen Beweis hätte, dass sie dieses Steak nicht gegessen hat. Nun, Nick, hast du was gefunden? Irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass sie etwas mehr sagt. Es ist schwer. Ich denke, sie ist es gewohnt, die Zügel in der Hand zu haben. Aber ich bin mir sicher, dass du irgendwo einen Widerspruch in ihrer Aussage entdeckst. Aber kann ich das denn beweisen? Ich betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Ich will mal erstmal angreifen. Mal ganz kurz in die Gerichtsakte mal schnell gucken. Ich meine, ich habe ja hier den Steak-Teller aus dem Personalbereich mit Spuren von Schlaftabletten und einem großen Knochen. Das Problem ist ja eben, dass der aus dem Personalbereich ist. Ich meine, was natürlich sein könnte, ich weiß nicht genau wie, ist, dass die Vasquez halt irgendwie geschafft hat, den Teller aus dem Personalbereich mitzunehmen und dann halt dahin zu stellen, sodass es so wirkt, als wäre das halt schon aufgegessen, aber in Wahrheit hat sie gar nichts gegessen. Weil sie ja die Zeit brauchte, nicht zum Essen, sondern zum Ermorden, quasi. Weil sie ja die Mörderin ist, wie ich vermute. Aber das ist ja jetzt auch kein richtiger Beweis, oder? Ich mache mal noch weiter angreifen erstmal. Alleine? Ja. Und Sie sind nicht kurz in den Personalbereich gegangen? Nein. Sind Sie immer so kurz angebunden? Bin ich schon einmal durch? Habe ich gar nicht bemerkt. Achso, okay. Alles klar. Okay. Und ich muss jetzt schon einfach präsentieren. Ach du Scheiße, okay. Dann, das wird jetzt witzig werden. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass wir jetzt mittlerweile auch so ein paar viele Beweise haben. Ich habe 12 Stück. Und dann den richtigen zu finden, ist nicht so einfach. Okay, jetzt nochmal genau durchlesen. So. Sie betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Das glaube ich dir. Das Meeting begann genau um 12 Uhr. Es war 16 Uhr beendet. Das glaube ich dir auch. Im Anschluss sollte eine Probe stattfinden. Deshalb begaben wir uns zu Studio 1. Das glaube ich dir auch. Ich war müde. Also bat ich Sal, dass er mich fährt. Das ist interessant. Hat das auch was mit den Schlaftabletten zu tun? Vielleicht sogar irgendwie. Das ist sehr interessant. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Sal und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Nun, Nick, hast du was gefunden? Irgendwie hätte ich mir... Ja, okay. Ach du Scheiße. Okay. Okay, da bin ich mir jetzt auch so gar nicht sicher. Muss ich leider zugeben. Ich war müde, also bat ich Sal, dass er mich fährt. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Sal und ich aßen am Tisch vor dem Wohnwagen. Ich meine, am ehesten muss ich ja hier bei dieser letzten Aussage was präsentieren, oder? Weil die anderen irgendwie, ich weiß nicht genau. Weil er da auch irgendwie Phoenix gerade auch komisch reagiert hat. Okay, lass mal kurz gucken. Also, sie und der Sal aßen vor dem Wohnwagen T-Bone Steaks. Habe ich einen Beweis, der dem widerspricht? Lass mal kurz gucken. Übersichtsplan? Nein. Speer? Nein. Kopf? Nein. Weg zum Ruhm? Nein. Was sagt die Kamera eigentlich? Ist es da irgendwas Besonderes? Nee, ne? Nee, auch nicht. Sondern hier diese vier neuen Beweise. Das 5 Jahre alte Foto. Nein. Kein Widerspruch. Der Schlaftablettenbehälter. Von einem großen Tisch im Personalbereich mit Jackhammers Fingerabdrücken. Kein Widerspruch. Der Steakteller.
aus dem Personalbereich mit Spuren von Schlaftabletten und einem großen Knochen. Wie gesagt, das ist halt vielleicht irgendwie meine Vermutung, dass sie es irgendwie geschafft hat, den Teller halt da mitzunehmen, der aber schon gegessen war. Und dass es dann so aussieht, als hätte sie das gegessen. Aber das ist irgendwie auch komisch. Das ist ja kein Widerspruch irgendwie. Und der Van hier, mit diesem Van fuhr Manella zu Studio 1 nach dem Treffen im Wohnwagen. Oh Gott. Okay. Ja, habe ich jetzt zum ersten Mal nicht so wirklich eine Ahnung. Muss ich zugeben. Ich will noch ein weiteres Mal ganz kurz durch die Aussagen durchgehen, aber dann werde ich mal doch mal auch beweisen oder präsentieren halt, dass wir ein bisschen Fortschritt auch haben. Aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Lass mal kurz gucken. Das heißt, sie betrat den Wohnwagen kurz vor Mittag. Das ist ja voll okay. Ich will mal ganz kurz gucken, wann nochmal der Affenkopf runtergefallen ist. Das war 14.15 Uhr bis 16 Uhr. Okay. Das Meeting begann genau um 12 Uhr und um 16 Uhr war es vorbei, wo dann auch der Affenkopf wieder weggeräumt wurde. Im Anschluss sollte eine Probe stattfinden. Deshalb begaben wir uns zu Studio 1. Spricht eigentlich da irgendwas dagegen? Es sollte eine Probe stattfinden. Wir gaben es ja auch nicht wirklich, ne? Ich war müde, also bat ich Sal, dass er mich fährt. Ja. Um 14.30 Uhr machten wir 15 Minuten Pause. Das hat ja auch so auch schon Sal 1 zu 1 so bestätigt. Sal und ich aßen am Tisch. Ich will nur einmal kurz was machen. Und einmal nochmal kurz hier angreifen, mal genau durchlesen, was da stand. Das will ich mal kurz machen, schnell. So, und dann werde ich mal präsentieren. Sal kann es bestätigen. Vielleicht. Einer reicht. Wenn sie den Mord während dieser Pause verübt hätte, hätte sie keine Zeit gehabt, ein T-Bone Steak zu essen. Wenn ich einen Beweis hätte, dass sie dieses Steak nicht gegessen hat. Ja, aber so einen wirklichen Beweis habe ich ja dafür nicht. Ja, aber ich werde es mal machen, weil es halt noch am meisten Sinn macht. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ehrlich gesagt, aber ich meine, das Problem ist halt, dass die anderen Beweise mir jetzt für die aktuelle Situation nicht so viel bringen, ne? Irgendwie. Ja, dann nehme ich das halt mal, aber jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, keine Musik mehr, sehr gut. Ha, genau wie ich es mir gedacht habe. Sie behaupten, sie hätten ein T-Bone Steak gegessen. Aber ich sage, sie haben keins gegessen. Was soll das denn jetzt, Herr Wright? Sehen Sie sich das an. Das ist ein Teller. Dieser Teller stand auf dem Tisch im Personalbereich. Wie Sie sehen, liegt darauf noch ein großer Knochen. Herr Wright, muss ich Sie daran erinnern, dass es ein T-Bone Steak war? Genau darauf will ich hinaus. Versuchen Sie bitte, sich zu erinnern. Frau Vasquez und Herr Manella aßen an einem Tisch vor dem Wohnwagen. Doch auf den Tellern lagen keine Knochen. Die Teller waren leer. Achso, okay. Oh. Frau Vasquez? Sagen Sie mir, wie man ein T-Bone Steak essen kann, ohne dass ein Knochen übrig bleibt. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Sie aßen den Knochen. Das war ein Steak ohne Knochen, oder Sie aßen einfach gar kein Steak. Ja. Sie aßen während dieser Pause gar kein Steak. Sie nahmen ihr Steak und warfen es weg. Vielleicht in die Verbrennungsanlage. Ich verstehe. Was also machte Frau Vasquez in ihrer Pause? Ist das nicht offensichtlich, euer Ehren? Sie traf den Steel Samurai oder sie hackte auf Salmonella rum. Ja, vielleicht ist auch ein bisschen aber ihr das hier. Sie traf den Steel Samurai. Ruhe! Behaupten Sie, dass... Ja, euer Ehren. Als Frau Vasquez ihren Wohnwagen verließ, um ihr Steak zu essen, begegnete sie dem Steel Samurai. Und dann taten sie es. Oder tat sie es, keine Ahnung. Sie tötete ihn mit ihren eigenen Händen. Sogar drei Ausrufezeichen. Herr Wright, ist das nicht etwas anmaßend? Was heißt da anmaßend, wenn sie's war? Was wollen Sie da wieder für eine Show abziehen, Wright? Er kann behaupten, was er will. Sie sagen, ich hätte es getan? Ja. Faszinierend. Und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass es heute wieder langweilig wird. Nun gut. Dann mal auf zum geistigen Kräftemessen. Sie gegen mich. Gerne. Jederzeit, Vasquez. Viel Glück, Nick. Wir werden ja sehen. Was war gleich wieder die Mordwaffe? Ach ja, der Samurai-Speer. Ja, und?
Wie Sie sehen können, bin ich eine Frau von zierlicher Statur. Wie hätte ich diesen schweren Speer als Waffe verwenden können? Oh, ich kann Fehler machen. Oh Gott. Ich denke, Sie konnten es. Sie konnten es nicht. Oder ich weiß es nicht. Okay. Übrigens, mir fällt gerade etwas auf. Was auch ganz witzig wäre irgendwie, so als Wendung in diesem Fall, da wir schon ein paar Wendungen hatten. Lass mal kurz gucken, was steht da eigentlich nochmal? Die Mordwaffe. Ein Bruch im Schaft wurde mit Klebeband repariert. Okay. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob dann an der Mordwaffe auch tatsächlich Blut gefunden wurde. Weil ich habe gerade die Vermutung, dass es gar nicht die Mordwaffe war. Sondern, dass nämlich der Steel Samurai genauso gestorben ist, wie auch der andere Schauspieler vor 5 Jahren. Dass er nämlich auch dann hier bei diesem Zaun aufgespießt wurde. Es würde nämlich auch ziemlich genau passen, weil ob da jetzt halt so ein Samurai-Speer den durchbohrt hat, oder halt hier der Speer von diesem Zaun da, das kann man jetzt nicht so genau nachprüfen. Man muss halt dann nur gucken, dass da halt dann das Blut dann da nicht verteilt wird und so. Aber ansonsten könnte es ja sein. Oder? Ich finde schon. Warte mal kurz. Wie hätte ich diesen schweren Speer als Waffe verwenden können? Okay, Lizzie konnte den nicht verwenden, aber musste sie ja auch nicht, weil sie ja den Zaun hatte. Quasi. Was aber schon komisch ist, weil ich meine, wenn das die Mordwaffe ist, der Speer, wenn das so in meiner Gerichtsakte steht, dann hätte da ja schon auch irgendwie Blut gefunden werden müssen, oder? Keine Ahnung. Ich sag mal dann, dass sie es nicht konnte. Aber sie musste es ja auch nicht. Ich denke, es wäre ihnen sehr schwer gefallen, den Speer als Waffe zu verwenden. Das gilt übrigens für so ziemlich jeden. Ha. Sehen Sie es, Sie sehen es ein? Ja. Aber das ist für den Fall unerheblich. Was soll das heißen? Der Samurai-Speer war nicht die Mordwaffe. Sehr schön. Was? Was soll das heißen? Der Speer wurde neben der Leiche des Opfers gefunden. Ich kann's beweisen, Euer Ehren. Ich kann beweisen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war. Ja. 5 Jahre altes Foto. Nimm das. Was falsch? Falsch, Herr Royd. Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Ich kenne Sie jetzt schon gut genug, um zu wissen, dass Sie den falschen Beweis vorlegen. Ich spüre das auch in meinem Fable. Hä, was? Okay, okay, ich habe also den falschen Beweis gewählt. Genug jetzt mit allem Gespür. Nun gut, hier ist der richtige Beweis. Okay, wenigstens keine Fehler. Hä, warum denn eigentlich? Ja, okay, ja, das ist natürlich richtig, weil ich meine, ich sollte ja jetzt zeigen, dass der Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war. Und ich sollte gar nicht zeigen, was der eigentliche, oder was die eigentliche Mordwaffe quasi war. Okay. Aber wie kann ich das jetzt beweisen? Lass mal kurz das Foto angucken. Hat er den da eigentlich dabei, übrigens? Hat er schon, ja. Der Samurai-Speer selber. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum der eigentlich da zerbrochen ist und warum er wieder zusammengeklebt wurde. Und was es für eine Bedeutung hat. Ist es vielleicht jetzt wichtig? Irgendwie? Ich mach mal. Ich lege meinen Beweis vor. Die sogenannte Mordwaffe. Okay. Aber das ist die Mordwaffe. Nicht so schnell. Erinnern Sie sich daran, dass dieser Speer bei der Probe der Action-Szene am Morgen brach? Aber irgendjemand hat den Speer repariert. Das war die Wachfrau. Sie hat ihn mit Klebeband repariert. Nun erklären Sie mir bitte, wie es möglich sein soll, dass jemand damit einen Mann ersticht, der ein dickes Kostüm trägt, in die Brust. Ja, okay. Ja. Ruhe, Ruhe! Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Denken Sie daran, was Sie... Ruhe. Ich bin diejenige, die hier aussagt, also hören Sie gefälligst zu. Mann ey. Sind Sie noch bei Sinnen? Sind Sie sich überhaupt bewusst, was Sie da sagen? Falls das Samurai-Speer nicht die Mordwaffe war, was denn bitte dann? Wie wurde Hammer getötet? Nun, Herr Wright, können Sie sagen, mit welcher Waffe der Mord an Hammer verübt wurde? Okay, jetzt muss ich da an. Das kann ich ja. Würde ich so etwas sagen, wenn ich nicht wüsste, was die Mordwaffe ist? Ich fürchte, mitunter erweist sich Ihre Zuversicht als unbegründet, Herr Wright. Nun gut, dann lassen Sie uns diese Mordwaffe sehen. So, jetzt aber. So. Sehen Sie sich dieses Foto an. Was ist das? Immer noch der Richter. Nun, das ist Jack Hammer, der oben auf der Treppe steht. Hätte es nicht Phoenix sagen müssen? Keine Ahnung. Ruhe, Ruhe! Wenn keine Ruhe einkehrt, wird die Verhandlung vertagt. Ist doch der letzte Tag, geht doch gar nicht mehr. Herr Wright, was hat das alles zu bedeuten?
Dieses Foto wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Da gab es einen schlimmen Unfall in den Global Studios. Dies ist ein Foto von genau diesem Unfall, okay. Und das erklärt jetzt übrigens auch, warum dann am Ende vom letzten Part die Vasquez dieses Foto so unbedingt haben wollte. Die wollte uns ja sogar umbringen dafür, um das zu haben. Und ich habe es nicht genau verstanden, was jetzt an dem Foto für sie so wichtig ist. Aber das ist so wichtig, weil nämlich sie dann auf jeden Fall halt hier halt im Prinzip dieselbe Mordwaffe quasi gewählt hat. Nämlich auch dann diesen spitzen Zaun da. Kein Sterbenswörtchen davon kam an die Öffentlichkeit. Es war ein wohlbehütetes Geheimnis in den Studios. Was hat das denn mit dem aktuellen Fall zu tun? Herr Edgeworth, sehen Sie es denn immer noch nicht? Sehen Sie den gestürzten Mann auf dem Foto? Ein Zaunpfahl hat seine Brust durchbohrt. Was? Wollen Sie damit sagen? Ja. Was vor 5 Jahren passiert ist? Ist erneut passiert. Herr Wright, fahren Sie fort. Es ist 14.30 Uhr am Tag des Mordes. Frau De Vasquez begegnet Jack Hammer vor dem Wohnwagenstudio 2. Dann hat sie es getan. Sie hat Herr Hammer von der Treppe auf den Zaun gestoßen. Genau wie Herr Hammer es selbst vor 5 Jahren gemacht hat. Wobei ich nicht sagen kann, ob sie es absichtlich getan hat oder es ein Unfall war. Anders ausgedrückt, das Opfer, Herr Hammer, er ist so gestorben wie der andere Mann, dessen Tod er verursacht hat. Damals, vor 5 Jahren. Genauso war's. Welch eine Ironie, nicht wahr? Hoho, wie einfallsreich, Herr Wright. Ein Mann wie Sie könnte ich als Drehbuchautor brauchen. Leugnen Sie, dass meine Darstellung stimmt? Herr Wright. Nur mal angenommen, Hammer wäre tatsächlich bei dem Wohnwagen gestorben. Warum wurde die Leiche dann nicht dort gefunden, sondern in Studio 1? Und dann auch noch im Kostüm des bösen Richters. Behaupten Sie etwa, ich hätte die Leiche bis in Studio 1 geschleppt? Ah, okay, und deswegen ist es übrigens auch wichtig, dass Sie mit dem Van gefahren sind. Und wäre zum Wohnwagen zurückgekehrt und das alles in der 15-minütigen Pause? Wie hätte ich die Leiche wegschaffen sollen? Die Pause des Meetings dauerte 15 Minuten, von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr. Hätte man Jack Hammer von der Treppe in den Tod stoßen und dann ins Studio einschleppen und in sein Kostüm stecken können? Dafür reichte die Zeit nicht. In der Tat. Nun, Herr Wright, wie hätte sie das mit der Leiche anstellen können? Sie konnte sie nicht bewegen. Sie konnte sie bewegen. Sie fand einen anderen Weg. Und wenn sie eine andere Möglichkeit als ihre Arme hatte, die Leiche zu bewegen? Zum Beispiel. Was das betrifft, musste sie das Verbrechen keinesfalls in 15 Minuten verüben. Und es gab eine Möglichkeit für sie, die Leiche zu transportieren. Interessant. Dann lassen Sie mal hören. Herr Wright, zeigen Sie uns bitte, wie sie die Leiche transportiert hat. Ja, mit dem Van. Nimm das! Frau Vasquez, Sie schafften die Leiche zu Studio 1. Und Sie benutzen dazu den Studio-Van. Na. Erinnern Sie sich an Ihre Aussage. Anschließend sollte eine Probe stattfinden, deswegen begaben wir uns zu Studio 1. Ich war müde, also bat ich Zahl, mich zu fahren. Dort war ein Van, okay? Ich bat Zahl, mich zu fahren. Sie benutzten den Van, um die Leiche zu Studio 1 zu schaffen. Noch bevor die anderen dort eintrafen, steckten sie ihn ins Kostüm des Richters. Moment mal, Wright. Vergessen Sie nicht, dass Salmonella den Van gefahren hat. Wollen Sie unterstellen, dass Herr Manella Ihr Komplize war? Nein, würde ich eigentlich nicht sagen. Kann auch einfach sein, dass halt sie einfach random aus irgendeinem anderen Grund dahin fahren wollte. Und außerdem ist es ja auch so, dass, das haben wir auch schon gehört, dass die Vasquez den Salmonella auch fest im Griff hat und dass auf jeden Fall sie einfach nur irgendwas zu sagen braucht, und der macht's dann auch schon. Deswegen ist sie war nicht, oder plötzlich er war nicht ihr Komplize, ne? Natürlich war er das nicht. Ha! Sie verfrachtete also die Leiche in den Van, ohne dass Herr Manella es bemerkte. Dann schaffte sie es auch noch, der Leiche das Kostüm anzuziehen. Wollen Sie ernsthaft behaupten, dass das möglich ist? Natürlich meine ich das nicht ernst. Echt jetzt? Ha! ich habe gescherzt, um das Verfahren aufzulockern. auflockern? Sie können doch keinen Mord auflockern. Ja, right.
Das Gericht fordert sie auf, künftig Behauptungen zu belustigen und zu unterlassen. Ja, euer Ehren. Okay, er war doch der Komplize, echt jetzt? Natürlich muss Simon Nella ihr Komplize gewesen sein. Okay. Die Leiche musste in den Van gebracht und in das Kostüm gesteckt werden. Frau Vasquez hätte das niemals alleine geschafft. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie das Kostüm vom Steel Samurai loswerden mussten. Das war nötig, denn es war mit Hammers Blut bedeckt. Wahrscheinlich haben Sie es in der Verbrennungsanlage verbrannt. Nun, Frau Vasquez, soll ich fortfahren? Nicht nötig. Sie sind gewiefter, als Sie aussehen, Herr Wright. Ich habe verloren. Sie haben gewonnen. Hat Spaß gemacht. So einfach? Das glaube ich nicht. Ich habe gewonnen? Nun, was passiert als nächstes? Hey, lassen Sie die Fragezeichen. Haben Sie denn gar nichts zu sagen? Was wollen Sie denn von mir hören? Hä? Ich habe verloren? Sowas in der Art. Habe ich doch gerade gesagt. Moment, Sie wollen also sagen, De Vasquez, Sie waren es also? Sie haben Jack Hammer umgebracht? Wer weiß? Oh mein Gott. Hä? Sind Sie sich sicher, dass ich es war, Herr Wright? Wir sind mitten in einem geistigen Kräftemessen. Mit dem Ergebnis, dass Sie bewiesen haben, dass ich Hammer getötet haben könnte. Genau. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Das auch zu beweisen, ist was ganz anderes. Ihnen fehlt der entscheidende Beweis, Herr Wright. Was? Ruhe! Herr Edgeworth, was meinen Sie? Er checkt gar nichts mehr. Natürlich ist es so, wie die Zeugin sagt. Ja, natürlich. Gewiss ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es war. Aber der Beweis fehlt. Edgeworth ist sich nicht sicher. Nun, ich bin heute als Zeugin hier erschienen. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, werde ich jetzt gehen. Na, was mache ich jetzt? Sie waren es. Sagen Sie nochmal aus. Oder keine weiteren Fragen. Ja, Sie waren es, kann ich ja aktuell nicht beweisen. Vielleicht werde ich ja erst noch weitere Aussagen brauchen. Und dann kriege ich vielleicht noch weiter irgendeinen anderen Beweis. Deswegen, Aussagen ist immer gut. Ich möchte, dass Sie nochmal aussagen. Nochmal aussagen? Man muss wissen, wann man aufgeben muss, Herr Wright. Denken Sie darüber nach. Selbst wenn ich nochmal aussagen würde, wozu denn? Ich kann nur das sagen, was ich bereits zuvor gesagt habe. Die Wahrheit, Herr Wright. Ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist. Was würde passieren, wenn ich das wiederhole? Sie würden dieselben Fragen stellen und dieselben Antworten bekommen. Kann man vielleicht irgendwie Mia erscheinen, weil wir brauchen wieder mal ihre Hilfe. Reine Zeitverschwendung. Mist. So weit zu kommen, um dann doch zu versagen. Offenbar gibt es keine weiteren Fragen. Ich würde das Kreuzverhör der Zeugin Frau Vasquez gern beenden. Edgeworth, oh cool. Nun, Herr Edgeworth? Ich hatte gehofft, dass mir während des Einspruchs eine Frage einfällt, euer Ehren. Aber das war leider nicht der Fall. Verstehe. Nun gut. Was? Euer Ehren! Ich verlange, dass die Zeugin nochmal aussagt. Sie sind der Ankläger, nicht wahr? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe? Ich bin doch Ihre Zeugin. Ich möchte einfach nochmal Ihre Aussage hören. Erscheint Ihnen das sinnvoll, euer Ehren? Ich glaube, dass es uns nichts bringt, die letzten Minuten zu wiederholen. Herr Edgeworth, auch ich sehe wenig Sinn darin, wenn Frau Vasquez alles nochmal wiederholt. Worüber genau sollte sie denn nochmal aussagen? In der Tat, wahrlich, ich sage, folglich... Ich möchte hören, was passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Nachdem die Leiche gefunden wurde? Nun gut. Die Zeugin wird vor dem Gericht in dieser Sache aussagen. Nick, warum hat Edgeworth... Wer weiß. Wahrscheinlich hat er auch erkannt, dass sie es war. Aber... War es nicht er, der gesagt hat, dass er immer einen Schuldspruch erwirkt?
Nach allem, was Edgeworth. Okay, sehr schön. Endlich mal hat sich Edgeworth ein bisschen geändert, weil ich muss ja wirklich zugeben, dass ich noch auf jeden Fall im vorherigen Fall, im zweiten Fall, dass ich ihn dann nicht wirklich mochte, aber jetzt durch diese eine Sache hier habe ich jetzt dann schon ihn ein bisschen lieb geworden, weil das ist auf jeden Fall sehr cool, dass er jetzt auch eingesehen hat, dass sie es ist und dass wir jetzt dann mit dieser Aussage hier dann hoffentlich gleich sie auch wirklich überführen können. Okay. Aber das dann erst beim nächsten Mal, denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Beim nächsten Mal hören wir uns dann noch diese Aussage hier an, was dann passiert ist, nachdem die Leiche gefunden wurde. Und haben uns jetzt dann wirklich Edgeworth gerettet, weil ansonsten wäre es jetzt gegangen irgendwie. Aber haben uns jetzt wirklich gerettet. Und dann werden wir hier noch weitere Widersprüche finden und dann können wir eben auch wirklich hoffentlich sie dann als Täterin überführen. Okay. Auf jeden Fall würde mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.